Wie weiblich ist das Ehrenamt? Diese Frage diskutierte die Freie Wähler Landtagsfraktion mit engagierten Frauen aus Politik, Gesellschaft und Verbänden bei einem parlamentarischen Abend im Maximilianeum. Die frauenpolitische Fraktionssprecherin Eva Gottstein sagte ganz klar: Frauen sind für das Ehrenamt in Bayern unersetzlich. Und deswegen muss sich die Politik für mehr Frauenpower in diesem Bereich einsetzen. Nun ja, Quoten sind Hilfskrücken, die man aber nicht verachten darf. Und die Politik ist natürlich in der Bildung gefordert und im Vorbild. Also wenn wir in der Politik die Frauen entsprechend ihren Begabungen zu Wort kommen lassen, dann wird das auch im Ehrenamt sich entsprechend widerspiegeln. Obwohl über die Hälfte der ehrenamtlich Engagierten Frauen sind, würden ihre Leistungen in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen, erklärte auch Dr. Hans-Jürgen Fahn. Nachdem auf Vorschlag der Freien Wähler das Ehrenamt im vergangenen Jahr in die bayerische Verfassung aufgenommen wurde, müsse jetzt die Position der Frauen gestärkt werden, so der ehrenamtspolitische Sprecher der Fraktion. Besonders der Erfahrungshorizont von Frauen könne besser genutzt werden, auch in der Politik. Nur 9% aller Bürgermeister in Bayern sind Frauen. Das müsste sich verändern, weil Frauen haben auch positive Eigenschaften, die man auch in der Kommunalpolitik nutzen kann. Sie sind zum Beispiel ein ausgeglichenes Wesen und haben auch einen guten Blick für Finanzen. Deswegen sollten sich Frauen auch um den Vereinsvorstand oder politische Ämter bewerben, ermutigte Tanja Schweiger. Die Regensburger Landrätin hat neben Beruf und Familie mehrere Ehrenämter inne und weiß daher auch, dass das Engagement von Frauen unterstützt werden muss. Und dabei ist eines besonders wichtig: Wertschätzung. Wertschätzung ist das Schlüsselwort und das kann man nicht oft genug machen. Und das, glaube ich, beginnt in dem Moment, wo man einen Saal betritt, dass man nicht nur dem Vorsitzenden dankt, sondern dass man wirklich schaut, wer hat den Saal geschmückt, wer hat Kuchen gebacken, wer hat Kaffee gekocht, wer räumt das Geschirr wieder weg, wer räumt nachher die Tische ab, dass man hier auch wirklich hinschaut und auch mal gezielt sagt, ja, natürlich danke ich dem Vorstand, der den Verein am Leben hält, aber wer hält denn den Verein noch alle am Leben? Das sind die, die dann das Ferienprogramm machen, das sind die, die dann auch mal die Flyer auszahlen, das sind die, die den Kuchen backen und hier mithelfen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich als Politiker, wenn man die Möglichkeit hat, auf der Bühne zu stehen und was zu sagen, dass man hier wirklich den Blick auf alles richtet und hier auch alle versucht mit einzuschließen. Das Fazit des Abends: Die gesellschaftliche Wertschätzung ist entscheidend für das Ehrenamt. Der Staat steht aber in der Pflicht, bürgerschaftliches Engagement auch finanziell zu unterstützen und bürokratische Hürden abzubauen. Dafür wollen sich die Freien Wähler weiter einsetzen.